Hallo liebe YouTube-Welt, grüßt euch meine Twitch-Freunde. Ja, ein kleines Video. Nerfs und Buffs wurden angekündigt, genauso wie der Termin für den kommenden Battlegrounds und Standard-Patch. Wir reden drüber. Bis gleich. So, da haben wir sie also, die Ankündigung. Das hier ist der Tweet. Ich bin ja wieder auf Out of Cards und da haben sie den Tweet hier reingekopiert vom Alec Dawson, dem Final Designer da, der alles quasi abschließend begutachtet. Ja, 5 Nerfs treffen Warlock, Shaman und Demon Hunter, also Hexmeister, Schamane und Dämonenjäger. eine Karte wird redesigned vom Priester. Eine Karte wird gebannt vom Hexenmeister und 7 Karten werden gebufft. Da sind Jäger, Magier und Kriegerkarten dabei. Wir gehen das alles mal einmal durch. Ich habe mir so ein paar Gedanken gemacht, was es treffen könnte. Bin da aber wirklich absolut, dass ich es niemals sagen würde, das ist so oder so. Ich bin da relativ unsicher. Also, 5 Nerfs kommen also auf uns zu. Den Warlock trifft es. Wir gehen mal kurz in den Warlock rein. Also, beim Warlock gibt es einige Karten, die immer noch natürlich super stark sind. Es bleibt weiterhin dabei, dass das eine super starke Karte ist. 1 Mana, 2 Schaden machen, 4 heilen, die könnte es treffen. Es wäre vielleicht einfach mal richtig, die Quests zu treffen, weil, also das wäre vielleicht mal sinnvoll einfach. Denn ich finde, das ist die Problemkarte. Die Quest ist das Problem. Es werden 10 Karten genervt wegen dieser Quest. Wenn sie einfach die Quest vernünftig nerven würden und hey, ich habe keine Ahnung wie, ob es 7, 8, 9 Schaden wäre oder wie man auch immer die Quest ändern sollte. Oder ob einfach die Quest keinen Fatigue-Schaden mehr nehmen sollte, dann wäre sie, glaube ich, zu schlecht. Also dass Fatigue-Schaden den Warlock noch trifft. Wie auch immer, das ist auch nicht meine Aufgabe, ich bin kein Designer. Aber im Endeffekt ist das ja die Problemkarte. Also ich weiß nicht, ob sie an die Quest rangehen, aber natürlich wäre das vielleicht mal die richtige Wahl und die richtige Lösung. Wenn sie das aber nicht tun sollten, dann gibt es immer noch ein paar Karten. Diese Karte ist, finde ich, ein riesiges Problem in dem Deck. Ich meine, der Warlock ist auf 5 Leben. Der Warlock ist einen Turn später wieder auf 30 Leben. Und es ist durchaus ein Problem von dieser Karte, die ihn um 6, 12 oder mit Wasted manchmal auch um 18 oder 24 heilt. Oder mit den 3 Angriffen sogar noch mehr. Also, ja. Ich glaube es nicht und eigentlich ist die Karte auch nicht zu stark. Aber in diesem Deck ist sie einfach... Ne? Fehlzündung haben wir natürlich. 3 Mana, 3 Karten ziehen, 3 Schaden bekommen. Das heißt, die Karte hat einen kleinen Nachteil. Aber dieser kleine Nachteil ist nicht mal ein Nachteil, weil der ist im Questdeck ja ein Vorteil. Das ist die Karte, die tötet dich im Fatigue direkt, wenn er die noch hat. Das ist die Karte, die... 3 Karten zieht. Also auch das ist eine problematische Karte. Das ist, glaube ich, die Karte, auf die wir uns alle einigen können. Okay, wenn es die Quest nicht treffen sollte, sollte es nicht direkt absolut die Quest treffen, diese Waffe trifft es auf jeden Fall. Beziehungsweise, ich könnte mir vorstellen, dass diese Waffe vielleicht sowieso genervt wird. Also, selbst wenn die Quest genervt wird, vielleicht wird diese Waffe sogar auch noch genervt, weil diese Waffe ist einfach viel zu overpowered. Sei es nicht jetzt, dann sei es in 3 Monaten, in 6 Monaten, für 3 Mana 2-mal die komplette Hand billiger machen um 1. Das ist doch lächerlich. Das ist stärker als die Demon Hunter Quest. Die Karte kannst du 2-mal im Deck haben. Diese Karte ist einfach lächerlich zu stark und deswegen, die muss auf jeden Fall genervt werden. Ich denke, das ist auch klar, das wird auf jeden Fall passieren. Und ich will jetzt eigentlich nicht zu lange auf alles eingehen. Seelenzerreißung ist auch ein Problem, weil die Karte ist eigentlich auch nicht zu stark, weil sie einen riesigen Nachteil hat. Das Problem ist nur, wenn der riesige Nachteil kein riesiger Nachteil mehr ist, denn du willst dein Deck leer bekommen, du willst Fatigue-Schaden bekommen, um die Quest zu erfüllen oder um mit der erfüllten Quest den Gegner zu besiegen. Das heißt, eigentlich hat die Karte einen großen Nachteil, aber wenn dieser große Nachteil ein absoluter Vorteil ist, ja, insofern, auch diese Quest ist eigentlich, diese Karte ist irgendwie zu stark, aber es liegt halt alles an der Quest. Ja, diese Karte ist eigentlich völlig okay, der Bristleback ist eigentlich völlig okay. Mit der Quest werden die Karten alle zu einem Problem und deswegen bin ich halt irgendwie der Meinung, ihr solltet vielleicht einfach mal die Quest treffen. Aber ja, ich denke, das waren so ein paar Karten, wo man auf jeden Fall sagen kann, die sind irgendwie im Fundus dabei. Mal schauen, was sie dann treffen. Dann haben wir noch den Schamanen. Der Schamane. Beim Schamanen ist es schwierig. Für mich auf jeden Fall die Karte.
Also für mich hundertprozentig diese Karte, die ist zu stark. Auch hier der Nachteil wird zum Vorteil. Also entweder man spielt diese Karte und erfüllt damit die erste Quest, dann ist die Überladung komplett weg. Also zum einen erfüllst du die Quest. Du erfüllst mit dem Nachteil die Quest und du kannst halt mit der ersten Questbelohnung kannst du die Überladung wegmachen. Das heißt, du clearst Turn 2 oder Turn 3, clearst du das Board des Gegners, du gewinnst das Tempo zurück und der Nachteil der Überladung ist weg. Das heißt also auch hier, die Karte hat theoretisch einen recht starken Nachteil, praktisch gesehen wird er zum Vorteil genutzt und das ist das Problem. Insofern, entweder die Karte auf 2 Mana setzen, fände ich aber nicht so geil, weil dann würde es halt in Richtung Gewittersturm gehen und dann könnte man sich fragen, okay, warum spielt man nicht einfach Gewittersturm? Ich bin dafür, dass man einfach 2 Schaden macht. Ich meine, für einen Mana 2 Schaden auf alle, also 3 oder 4, die dann 2 Schaden zufügen, die dann noch sterben, für einen, also wäre auf jeden Fall immer noch eine starke Karte oder wäre immer noch eine ziemlich gute Karte. Es wäre schon ein krasser Nerf, auf 2 runterzugehen, weil viele Diener haben 3 Leben. Das heißt, die Karte wäre wesentlich schlechter. Aber eigentlich ist sie immer noch gut. Das Problem ist halt nur, jetzt ist sie völlig overpowered und schlägt halt jedes Board irgendwie und gewinnt immer das Tempo. Und 2 Schaden wäre eigentlich immer noch gut, aber dann würde sie halt öfter auch mal aufhören. Ja, dann würde die Karte, weil im Endeffekt jetzt geht die Karte immer durch und tötet immer jeden Diener. Wenn sie nur 2 Schaden machen würde und mit Spell Damage dann halt 3, dann würde sie halt vielleicht auch mal vorher aufhören und wäre auch mal nicht so gut. Ja, ansonsten, auch hier, man könnte an die Quest direkt rangehen beim Schamanen. Vielleicht den ersten Bonus zum Beispiel ändern. Überladene Mana-Kristalle sind wieder nutzbar. Dieser Bonus ist einfach vielleicht ein bisschen zu stark. Also bei die Schamanen-Quest könnte man nerfen, müsste man jetzt nicht zu krass nerfen vielleicht. Aber zum Beispiel hier, dieser Bonus ist vielleicht ein bisschen zu stark. Beziehungsweise man könnte vielleicht sagen, bei der letzten, also um die letzte Questreihe zu erledigen, muss man nochmal 3 Karten spielen. Also 3, 3, 3, nicht 3, 3, 2. Wäre auch eine Möglichkeit. Ansonsten beim Schamanen bin ich mir jetzt nicht sicher, da gibt es ein paar Karten, aber das wären so, also die Quest an sich direkt oder Dauerflamme wären so meine Favoriten. Aber gibt bestimmt noch ein paar. Gewitterblüte ist natürlich auch super strong in dem Deck, das ist keine Frage, aber es ist zum einen noch eine Druidenkarte und zum anderen auch hier. Liegt halt einfach wieder an der Quest, dass die Karte so stark ist. Insofern, also super stark ist. Die Karte ist auch so gut, aber mit der Quest ist sie halt super gut. Und wie gesagt, man würde den Druiden mit nerfen. Das will man ja wahrscheinlich nicht. Insofern gehe ich davon nicht aus. Und dann haben wir noch Demon Hunter. Beim Demon Hunter ist es für mich ziemlich klar. Also beim Demon Hunter gibt es eigentlich nur eine Karte, die, glaube ich, im Moment völlig drüber ist. Beziehungsweise die einen halt wirklich stört. Das ist diese Karte, denke ich. Wer kennt es nicht? Turn 3 oder 4 hat man 3 oder 4 von denen auf dem Feld liegen. Das kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass es Games gibt, die man nicht gewinnen kann, weil Turn 3 oder 4 davon 2, 3, 4 auf dem Feld liegen. Das passiert nicht jedes Game, das passiert vielleicht jedes dritte, vierte Game. Aber es passiert auf jeden Fall manchmal oder hin und wieder und kann nicht sein. Und überhaupt ist die Karte ständig, kommen 2, 3 aufs Feld für 0 Mana. Also ja, die Karte auf 8 oder auf 9 Mana setzen, ich denke, das muss man machen. Also ja, beim Demon Hunter wäre ich sofort bei der Karte. Ich denke, das ist relativ klar. Dann haben wir ein Redesign. Das Redesign ist auch klar, welche Karte das ist. Also welche Karte gemeint ist, ist klar. Die Frage ist nur, wie machen sie es? Illusia. Also Illusia wird redesigned. Ich denke, das ist uns allen hundertprozentig bewusst. Ich denke, es wird in die Richtung gehen, dass du nicht die Karten tauscht. Also jetzt ist es ja so, du spielst Illusia, du bekommst die Hand des Gegners, der Gegner bekommt deine Hand. Ich denke, es geht in die Richtung, du bekommst die Hand des Gegners, aber der Gegner behält seine Hand. Ich habe keine Ahnung. Ich finde, wenn das passiert, sollte Illusia weniger kosten. Also wenn sie in die Richtung gehen, sollte Illusia wieder auf 2 Mana zurückgehen. Sie kostete ja mal 2 und wurde genervt, völlig okay. Aber wenn sie jetzt irgendwas ändern und die Karte wirklich schwächer ist eigentlich, dann würde ich sagen, muss man sie auch wieder auf 2 Mana setzen. Wenn man nur die Hand des Gegners kopiert, weil nur die Hand des Gegners kopieren ist immer noch cool. Und es ist völlig okay für mich, wenn die Karte so ist. Aber dann ist sie nicht mehr so stark und dann kann man halt nicht mehr dass die Combo des Gegners vernichten und dann muss sie auf jeden Fall billiger sein. Das ist aber nur eine Idee, weil das Problem ist halt, also ich würde mir wünschen, sie nerfen sie so, dass Control Priests immer noch Combos vernichten können. Aber Combos kann man nur vernichten, wenn man die Hand des Gegners bekommt. Insofern, sie können sie auch so ändern. Man spielt Illusia, man bekommt die Hand des Gegners, man kann sie für den Turn spielen, aber am Ende tauscht man wieder zurück. Das heißt, wie auch immer, ob sie jetzt nur man selber kopiert oder nur für deinen Turn, ich denke auf jeden Fall, dass sie so ändern werden, dass der Gegner, wenn er dran ist,
dass der wieder sein Deck zur Verfügung hat, dass der wieder seine Hand hat. Das wäre mein Denken, oder so wäre es das Problem des Agro-Priests gelöst, dass man gar nichts mehr dagegen machen kann, wenn man selber dran ist. Ja, also entweder kopieren oder entweder nur für seinen Turn tauschen und dann geht's wieder zurück. Irgendwie so in die Richtung könnte ich es mir vorstellen. Vielleicht wird dann aber auch noch das Mana verändert. Auf jeden Fall, diese Karte wird nochmal redesigned, das ist, denke ich, allen klar. Es gibt einen Bann. Ich habe keine Ahnung, welche Karte gebannt wird beim Warlock, aber es geht um Wild. Also ich glaube, es wird um Wild gehen und in Wild wird, ja, vielleicht wird in Wild einfach die Quest gebannt. Ne, also wo ist die Quest? Bin ich jetzt doof? Da. Also in Wild, ja, wenn der Warlock in Wild kaputt ist und wenn der Warlock in Wild, welche Karte willst du dann bannen? Ich denke mal, es wird die Quest sein. Wenn sie die Quest nicht bannen, vielleicht dieser komische Crystallizer oder also dieses komische 1-3er-Ding, was 5 Rüstung gibt. Also du kriegst 5 Schaden und kriegst 5 Rüstung. Also die Quest bekommt quasi 5 dazu für nichts. Ich denke, diese Karte, aber ganz ehrlich, hätte man die bannen müssen, hätte man den Effekt nicht auch einfach ändern können. Insofern, also diesen Crystallizer könnte man bannen, aber wenn man so eine Karte, die muss man doch nicht bannen, die kann man doch einfach verändern. Oder hätte man den Effekt verändern können. Insofern kann es eigentlich nur eine Karte sein, die in Standard so bleiben soll, wie sie ist, oder beziehungsweise fast so bleiben soll, wie sie ist. Und deswegen würde ich einfach sagen, dass wir vielleicht die Quest in Wild bannen. Aber Wild spiele ich nicht, insofern, ich will euch nur sagen, dieser eine Bann wird Wild betreffen. Das wird kein Bann sein, der in Standard kommt, das wird ein Wildbann sein. Das ist ja wichtig. Und dann kommen noch 7 Buffs. Wir haben also 5 Karten, die genervt werden. Eine Karte, die redesigned wird, das kann man jetzt Nerf oder Buff bezeichnen oder Veränderung. Auf jeden Fall also 6 Karten. Wir haben 6 Karten, die komplett geändert werden. Und 7 Buffs, also 13 Veränderungen für Standard. Also beim Hunter, diese Karte wurde gezeigt. Diese Karte wurde im Thumbnail gezeigt oder beim Post. Also könnte ich mir vorstellen, dass sie diese Karte buffen. Würde ich auch tatsächlich sinnvoll finden, weil es macht ja keinen Sinn. Es gibt ja Face Hunter, die sind ja gut. Die sollte man nicht buffen. Und es gibt Quest Mages, die sollte man auch nicht buffen. Also wenn man Hunter und Magier bufft, sollte man logischerweise etwas buffen, was nicht in der Meta ist. Und diese Karte würde, also diese Karte ist für Combo Hunter, also OTK Combo Hunter mit King Crush. Also hier mit King Crush oder mit, also natürlich mit Leorox. Also dieses OTK Combo Deck, wenn sie sowas beim Hunter ein bisschen pushen wollen, dafür braucht man den. Und dieser Typ ist auch gut für Rattendecks. Also wenn du ein Deck mit Ratten machen möchtest, mit dem Rattenkönig, dann ist der Typ auch super, weil der Typ kann ja den Rattenkönig entdecken. Also insofern wäre das sowohl ein Rattenkönig-Buff und es wäre ein OTK-Hunter-Buff. Also es wären 2 Archetypen, die es nicht gibt. Daher finde ich, dass diese Karte ziemlich gut ausgewählt ist, wenn sie gebufft wird. Und ich würde jetzt davon ausgehen, dass sie einfach, weil diese 1-1er-Stats sind so slow und so schlecht, diese Karte tradet nichts. Ich würde einfach sagen, dass sie auf 2-2 hochgeht. Also vielleicht 2 Mana, 2-2. Das wäre, glaube ich, für diese Karte ein ziemlich sinnvoller Buff, weil der Effekt ist ja gut. Der Effekt ist nice. Mana-Kosten sind, denke ich, auch okay. Also man kann ihn auch auf 1 Mana 1-1 setzen. Aber ich glaube, dann wäre er vielleicht schon zu gut. Weiß ich nicht. Also 1 Mana 1-1 oder 2 Mana 2-2. Das wäre sowohl, bei beiden wäre es ein Tempo-Buff für dieses Deck. Und ich denke, diese Karte würde dann also Sinn machen, weil es 2 Archetypen unterstützt, die es bisher nicht gibt. Dann gibt es Krieger-Buffs. Beim Krieger würde ich auf Folgendes tippen. Ich denke nicht, dass sie den Questkrieger buffen, weil der Questkrieger in Wild schon sehr stark ist. Wenn sie also jetzt den Questkrieger buffen, dann würde der in Wild ja auch noch besser werden. Das ist eine Sache, die ich mir nicht vorstellen kann. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, sie buffen für Standard, Wild hat halt Pech gehabt, aber sie haben jetzt auch schon ein bisschen Shitstorm aus Wild bekommen, ob sie da jetzt nochmal sich Ärger einhandeln wollen. Ich weiß nicht, wie stark Questkrieger ist. Vielleicht ist Questkrieger auch gar nicht so stark und auch das Deck, wenn es einen ganz leichten Buff bekommt, ist es auch wurscht. Also eventuell, natürlich kann es Questkrieger treffen. Die Theorie, die ich halt nur habe, ist Wild, dass das Deck da schon sehr gut ist und sie es deswegen vielleicht nicht tun. Aber wenn es Questkrieger trifft für Standard, hey, nehme ich gerne mit, das Deck ist eigentlich ganz cool. Also eventuell trifft es Questlory. Wenn es aber ein anderes Deck treffen soll, was auch nicht, könnte ich mir Biglory vorstellen. Und ich finde, diese Karte ist zu schwach. Hier. Also man könnte die Karte buffen, das würde Biglory, glaube ich, ziemlich nach vorne werfen. Und ich würde sagen 5 Mana. Also ich glaube, die Karte könnte 5 Mana kosten.
wenn man bedenkt, dass Duell beim Paladin damals 5 Mana gekostet hat und Duell war halt sehr gut, aber Duell hat halt auch das Deck ausgemacht, finde ich, dass diese Karte auch 5 Mana kosten kann. Das wäre ein Buff für Big Worry, fände ich. Das wäre die beste Karte, die man für Big Worry vielleicht buffen könnte auf 5 Mana. Das wäre, glaube ich, ein ziemlich großes Ding. Oder sie buffen wirklich Control Worry, keine Ahnung. Da gibt es auch einige Möglichkeiten. Zum Beispiel diese Karte. Ich finde, diese Karte könnte 2 Mana kosten. Wäre jetzt auch kein Riesenbuff. Oft tauscht man die Karte ja auch weg, aber vielleicht diese Karte auf 2. Nichts, wie auch immer, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich denke Big Worry oder Control Worry. Dann habe ich, bei Big Worry könnte ich mir wirklich diesen Grundsatz perfekt vorstellen. Oder sie gehen tatsächlich so weit und buffen den Quest Worry ein bisschen. Dann hoffe ich, dass sie ihn nicht zu stark buffen, damit wir nicht das nächste Questdeck haben, was uns auf die Nüsse geht. So oder so ist Krieger von den Buff-Klassen die, wo ich mich am meisten drüber freue und hoffe, dass das vielleicht den Krieger ein bisschen besser macht. Und ja. Und dann haben wir noch Mage. Mage ist ein gefährliches ist eine gefährliche Sache, weil sie dürfen keine Karte buffen, die Quest Mage bufft. Es darf niemals eine Karte sein, die Quest Mage bufft. Insofern muss es am besten ein Diener sein. Und ich meine, was gibt es? Sie haben Heldenfähigkeitsmage oder sie haben Frostmage. Das sind die beiden Archetypen, die sie ein bisschen gepusht haben. Also, ja, ich habe keine Ahnung. Das hier wäre so eine Frostmage-Karte, die man buffen könnte. Ich meine, auf 2 Mana zu setzen wäre schon heftig. Wäre schon eigentlich eine sehr gute Karte für 2 Mana. Aber dann würde man vielleicht mal wieder drüber nachdenken, Diener zu spielen, wenn es einen guten Diener gibt. Keine Ahnung, aber das wäre so ein Kandidat für vielleicht einen Buff. Den hier könnte man buffen, wenn man unbedingt irgendwie Frostmage hinkriegen möchte. Ich denke, der hier ist gut genug. Ich glaube, dieser Diener hier passt. Also, der ist eigentlich stark, also heldenfähig, aber der Rest passt halt nicht. Man könnte natürlich sagen, dass man Lauffeuer auf 1 setzt. Also, wenn man diese Karte auf 1 Mana setzen würde, könnte es Quest... Ja, das wäre ein ziemlich großer Nerf für Heldenfähigkeitsmage, die Karte auf 1. Oder, ich habe auch direkt dran gedacht, Mordresh vielleicht auf 8. Also muss die Karte 10 Mana kosten, sie wird nie gespielt. Sie ist super langsam, den hier auf 8 oder wenigstens 9. Aber wenn du ihn auf 8 setzt, kannst du die Heldenfähigkeit noch benutzen im Turn. Das wäre halt die große Sache. Also ja, ich weiß es auch hier natürlich nicht. Würde aber wieder tippen, dass sie entweder das Frost-Thema ein bisschen pushen wollen oder Heldenfähigkeitsmage. Heldenfähigkeitsmage finde ich tatsächlich diesen Buff auf 1 eine relativ große Sache. Ja. Okay. Wie ist eure Meinung? Was glaubt ihr? Was könnten Nerfs sein? Was könnte redesigned werden? Wobei, da sind wir uns alle einig. Was sind die Buffs? Das finde ich sehr spannend. Schreibt es hier gerne rein, eure Meinung, eure Ideen. Ich möchte sie gerne hören. Der Patch kommt übrigens, ich glaube, ich habe es gar nicht gesagt bisher, der Patch kommt am Dienstag, also nächste Woche Dienstag, kommt der Patch am, was für ein Datum haben wir da? Am 21. September kommt der Patch, wie immer dienstags. Ja, ich freue mich drauf, weil die Meta ist sehr, sehr, also es geht nicht mal um overpowered oder so. Es ist sehr eingefahren. Warlocks, ständig Warlocks, du weißt, was die machen. Dann kommt Questmage, du weißt, was passiert. Dann kommt Questteam Hunter, du weißt, was passiert. Die Meta ist einfach sehr, sehr eingefahren im Moment und ich möchte einfach Veränderungen und ich hoffe einfach, dass 6 Nerfs oder Veränderungen, 7 Buffs, also 13 Karten, würde ich mir wünschen, dass dadurch ein bisschen Verschiebung und Veränderungen passiert. Sie ist auf jeden Fall sehr angebracht und sehr, ja, ich erwarte sie. Okay. Wir hören uns morgen zu ein paar kleinen Infos zu Mercenaries. Da freue ich mich auch drauf. Macht's gut, bleibt gesund. Wir sehen uns. Vielen, vielen Dank, dass du bis zum Ende durchgehalten hast und mir deine Zeit geschenkt hast. Ich hoffe, du wurdest gut unterhalten, informiert und im Bestfall natürlich beides. Das Schönste wäre, wenn wir uns natürlich zum nächsten Video wiedersehen. Um das zu gewährleisten, am besten den Abo-Button drücken, der jetzt hier erscheinen müsste. Und zusätzlich unterstützt du damit natürlich auch noch diesen Kanal und gibst mir ganz viel Motivation, dass ich hier noch lange, lange weitermache und unsere kleine Familie hier noch wächst und wächst. Social Media habe ich auch, Twitter, Instagram darf gerne auch vorbeigeschaut werden und würde ich mich freuen. Ansonsten bleibt mir noch zu sagen, bleibt gesund. Bis zum nächsten Video hier auf YouTube oder zum nächsten Stream auf Twitch. Ich freue mich, wenn wir uns da irgendwie sehen und ja, bis dann, Freunde.